Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum zweiten Unboxing. Es wird oft nachgefragt und ja, wir haben eigentlich noch zwei Modelle gar nicht besprochen. Das kommt noch, das kommt nach dem Unboxing. Und da werde ich denn mal was zu sagen, was so meine Vorstellung ist, wie man es noch verändern könnte, weil ich das Konzept nach wie vor sehr cool finde. Aber nun bin ich gespannt, was in diesem Paket ist. Die zweite Überraschungsbox von Herpa. Die steht auch schon ein bisschen rum und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Wir starten. So. Und es ist ein Boeing-Set und ein Airbus-Set. Und wir fangen mit dem Boeing-Set an. Ich glaube, ein ist inzwischen klar, dass ich Airbus noch ein Tick cooler finde wie Boeing. Und dementsprechend bewahren wir uns Airbus für den Schluss auf. Herpa hatte angekündigt, wenn man schon ein Set hatte oder wenn man mehrere bestellt hat, dann achten Sie darauf, dass da keine Doppelten drin sind. Wahrscheinlich, wenn man gleichzeitig bestellt. Das wollte ich nun testen. Ich habe es natürlich nicht gleichzeitig bestellt. Klar, wenn man drei Boeing-Sets, drei Herpa-Sets bestellt, dann suchen Sie sich die schon raus. Aber bei Boeing hier, da haben wir keine Doppelten. Und wir haben coole, wir haben sehr coole. Und ich fange mal an, fangen wir mit dem kleinsten an. Mit dem kleinsten, doch, es gibt den kleinsten. Wir fangen nicht mit dem kleinsten an. Wir fangen erstmal an mit einer American Airlines Boeing 737-800 in Air Carl Heritage Lackierung. Und es geht weiter mit amerikanischen Boeing 737, aber diesmal in einer 300er Variante, die Western Pacific in der Herpa Wings Club Edition. Die Maschinen packe ich auch gleich wieder aus. Und das letzte hier ist eine Boeing 777-300 von TransAero. Auch sehr cool. Also, diesmal gefallen mir die Boeings besser als beim ersten Mal, muss ich ehrlich sein. Ja, also die sind ganz cool. Machen wir weiter mit dem Airbus-Set. So, das Airbus-Set. Bin ich ja gespannt. Ich hatte ja beim ersten Unboxing gesagt, ich hätte gerne eine South African Airways. Oder ich habe auf der Internetseite nun auch die Philippinen Airlines gesehen. Okay. Ja. Beim letzten Mal sagte ich ja, die habe ich schon. Die Sichuan Airline, der Airbus A321 davon. Der da. Jetzt stimmt es sogar. Also, der ist leider doppelt, was mich nun nicht stört. Andere wird es vielleicht stören, weil es eine chinesische ist. Aber jo, nun habe ich zwei davon. Die ist doppelt, aber der Rest ist nicht doppelt. Und da haben wir ein Airbus A320 von Cebu Pacific. Den habe ich aber definitiv, weil ich mit der schon mal geflogen bin. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Dementsprechend weiß ich ganz genau, dass ich ihn habe. Mit Cebu Pacific bin ich schon mal geflogen. Ich hatte gehofft damals auf ein Propellerflugzeug. Und dann steht ein Airbus A320 vor mir und ich denke, ja, okay. Die haben nämlich ganz viele Dash und solche. Und wir haben ein Airbus A330
von Qantas. Ja, das waren die 6. Ein Doppelten, das heißt bei 12 Flugzeugen ein Doppelten. Ja, das ist eigentlich eine gute Bilanz. Und nun packe ich sie aus und dann gucken wir uns die nochmal an. Und einzelne Reviews gibt's auf meinem Kanal, das kennt ihr ja schon. Ich spiele immer noch mit Flugzeugen und dieses T-Shirt hatte ich mir für diese Aufnahme gekauft. Und es ist auch ein tolles T-Shirt, aber es ist verdammt warm da drin. Uiuiui. Aber es geht um die Flugzeuge und die gucken wir uns nochmal an. Russland, Amerika, Philippinen, Australien, China. Wenn ich mich hier entscheiden müsste, welche ich am schönsten finde, es fällt mir schwer. Wahrscheinlich sogar die Colorado Springs, weil die Bemalung so schön ist. Finde ich sehr schön. Gefällt mir sehr. Aber schön sind sie alle. Und das waren nun die 4 Überraschungsboxen. 2x Airbus, 2x Boeing, die wir auf dem Herper Sommerfest gekauft haben. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand es total spannend. Das war es aber auch erstmal mit Unboxing-Videos auf diesem Kanal. Denn einmal ausgepackt ist ausgepackt. Falls aber weiterhin Interesse an einem Unboxing besteht, dann einfach einen Kommentar da lassen, ich lese ihn mir durch. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mal 2, 3 Maschinen auf einmal bestelle und der Karton kommt an, dann mache ich ein Unboxing bei nur einer Maschine oder 2. Ich glaube, da wird es weiterhin nur Kurzreviews geben. Die finde ich ein bisschen informativer und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Würde mich freuen, wenn du einen Kommentar da lässt und sagst, was besser werden kann. Dieser Kanal ist im Aufbau und du hast noch die Möglichkeit, auch mal zu sagen, mach das lieber so, mach das lieber so. Ich bin offen für Kritik und für Verbesserung. Bis zum nächsten Mal und damit das T-Shirt auch recht behält,